Mein Vorgänger Erich Abel, der damals der Planungschef war, der Minister der Plankommission, der Chef der Plankommission und Kandidat des Politbüros. Er hat sich 1965 im Dezember erschossen. Aus Verzweiflung, dass er nicht genügend Rohstoffe besorgen konnte von der Sowjetunion, dass er seine Erfolge, die er hatte, er war ja ein hervorragender Mann, Ingenieur in der Werner von Braun-Mannschaft im Raketenbau, hat Erfolge gehabt in dieser Zeit, großen Erfolge gehabt. Und als er sich erschossen hatte, da war er auch ganz erschüttert, dass sowas überhaupt passieren konnte. Und als Walter Ulbricht in dieser Zeit gesagt hatte, in die Plankommission müssen Wissenschaftler rein, also Ingenieure, Professoren, Akan Bekjan von der Sibirischen Akademie der Wissenschaften in Novosibirsk hat ihnen gesagt, solange nicht 50 Professoren in der Plankommission arbeiten, kann man mit diesem Apparat überhaupt nicht anfangen. Und seit dieser Zeit kam bei uns immer die Losung Wissenschaftler an die Front, in die Arbeit hier. Ja, die Wissenschaft wurde hochgestellt und so weiter. Und nur ausgerechnet Abel, der ja nun ein wissenschaftlich ausgebildeter Mann war, der begann Selbstmord. Es war erschütternd, für mich persönlich auch. Ich war der erste Stellvertreter von Abel damals hier. Der Westen hatte damals geschrieben, ja, der wollte das Abkommen mit der Sowjetunion nicht unterschreiben, weil er zu wenig Material besorgt hat hier. Und dass er zu wenig bekommen hat und auch mit Sowjetischen sich angelegt hat, weil sie so wenig liefern wollten hier. Da hat er keinen Ausweg mehr gewusst und hat sich umgebracht. Ja.